Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich werde Ihnen heute nichts über die Europäische Union erzählen, sondern das hat eine sehr profunde jüngere Kollegin schon getan. Ich freue mich, dass ich da bin, aus zwei Gründen. Das erste ist, ich habe ein bisschen unaufgearbeitetes Verhältnis zur Schule. Und wenn ich heute sozusagen da auf so vielen Lehrenden sprechen kann, ist das für mich eine Freude. Und das zweite ist, weil ich glaube, dass ich wenig wirklich Außergewöhnliches zu bieten habe, aber eines schon, es gibt wenig Karrieren, die sowohl Politik oder Menschen, die sowohl Politik als auch Führungspositionen in der Wirtschaft beurteilen können. Und vielleicht ist es für Sie interessant, wenn ich einfach zeige, wo gibt es Gemeinsamkeiten und wo gibt es Unterschiede, weil ich, wie gesagt, es gibt nicht allzu viele Menschen in Österreich, die das hier referieren könnten. Der erste Punkt, den ich sagen möchte, ist, dass ich es schade finde, dass es keine wirkliche Durchlässigkeit zwischen Politik und Wirtschaft gibt. Ich halte es für einen Fehler der Demokratie, dass man einfach nicht bereit ist, Menschen, die in der Politik waren, haben eine Riesenerfahrung, das will ich nachher noch zeigen, dass man nicht bereit ist, denen diese Erfahrung dann auch in der Zukunft zu nützen und andere sozusagen Positionen einnehmen zu dürfen. Es ist einfach irgendwie traurig, dass ehemalige Bundeskanzler entweder nach Argentinien gehen müssen oder Berater von Ländern sind, wo sie dann kritisiert werden in den Medien, dass sie diese beraten. Es ist traurig, wenn der Herr Spindelegger nach vielen Jahren Politik kritisiert wird, weil er hier in einer EU-Institution oder tätig sein sollte. Also ich glaube, das, warum ich auch solche Referate annehme, ist, dass ich dafür werbe, dass Politiker und Politikerinnen Know-how haben, Wissen haben, auch wenn sie es vielleicht jetzt, sie denken, das stimmt gar nicht und ihnen gerade eine einfällt. Es ist so, die haben Know-how, weil die ein Leben führen und mit Anforderungen oder Anforderungen ausgesetzt sind, die sich in der Regel normal Menschen gar nicht vorstellen können. Das ist der erste Punkt. So, was ist jetzt gleich zwischen einer Führungsposition in der Wirtschaft und der Politik? Gleich ist ungefähr die zeitliche Belastung. Ich wollte noch was vorher anders sagen. Ich werde ungefähr 25 Minuten referieren und dann würde ich bitten, dass wir nicht einschlafen, dass wir dann Themen behandeln. Ich habe gelernt, Fragen nicht zu beantworten, wenn ich sie nicht beantworten will. Das kommt nur aus der Politik, dass wir dann einfach ein paar Fragen beantworten, weil sonst haben Sie das Gefühl, ich rede möglicherweise an Ihnen vorbei. Also, erster Punkt, was ist gleich? Zeitliche Belastung. Wenn ich sozusagen Revue passiere in meinem Leben, dann war es so, dass ich in der Regel immer um 7:30 aus dem Haus gegangen bin und in beiden Positionen, also Politik und Wirtschaft, ungefähr zwischen 9, also 21 Uhr und 23 Uhr nach Hause gekommen bin. Also das ist relativ gleich in der Politik und in der Wirtschaft. Was unterschiedlich ist in der Politik, ist, dass sie auch Samstag, Sonntag eigentlich zur Verfügung zu stehen haben. Also die Ballsaison in Wien, als Politikerin kann ich Ihnen sagen, ich war heuer auf gar keinen Ball und bin ganz stolz drauf, aber Sie gehen als Finanzstadtrat, gehen Sie zu mindestens, also ich bin dann oft zu 2 oder 3 Bällen an einem Abend gegangen, weil die Fleischhocker und sonst Blumenbinder und sonst irgendwelche alle Bälle haben. Das heißt, Als jemand in der Wirtschaft haben Sie dann schon am Wochenende mehr Zeit. Also können Sie arbeiten auch vielleicht, indem Sie halt einfach am Computer arbeiten. Aber diese wirklich, was Menschen unter Politik verstehen, sich nämlich bei Menschen zu sein, das ist eigentlich Samstag, Sonntag. Und das ist dann schon eine noch einmal zusätzliche zeitliche Belastung. Das, was auch gleich ist, ist, dass man etwas wollen muss. Ich glaube, es ist jemand nur eine gute Politikerin oder Politiker oder eine Führungskraft in der Wirtschaft, wenn er oder sie wirklich etwas tun will und diese Position einnimmt, um die Macht zu haben. Ich finde, Macht ist etwas Gutes, um etwas vorantreiben zu können. Also ich heute von dem Macht gar nichts, sondern Macht braucht man, um Dinge verändern zu können. Aber man darf Macht nicht missbrauchen. Und zu wissen, wo möchte ich hin in der Politik. Also wie ich damals Staatssekretärin war, mir war klar, ich will einen kleinen Beitrag leisten, dass Österreich der Europäischen Union beitritt. Das war wie ein das war eine Herzensangelegenheit. Und auch in der Wirtschaft
wusste ich immer oder habe mir, bevor ich diese Position eingenommen habe, auch mir nachgedacht oder letztendlich ein Ziel formuliert. Das geht jeder Führungsposition so. Also wenn Sie eine einnehmen, dann würde ich meinen, dass das Hauptziel ist, dass Sie wissen, wohin Sie wollen mit dieser Position, was Sie erreichen wollen, nicht in der persönlichen Karriere, sondern an der Veränderung der Gesellschaft oder dieser Organisation, der Sie vorstehen. Das ist gleich. Das Dritte ist, dass man einfach permanent kommunizieren und motivieren muss. Ich habe einmal gesagt, dass ich meine Haupttätigkeit zu 80% ist, Menschen bei Laune zu halten. Jetzt werden Sie noch denken, na, die hat gute Jobs gehabt. Stimmt, habe gute Jobs gehabt, aber Menschen bei Laune zu halten ist nicht so einfach, wie Sie sicher wissen. Letztendlich sind Führungspositionen, egal in der Wirtschaft oder in der Politik, sind so, dass sie wie ein Herdenhund oder eine Herdenhündin ununterbrochen um die Gruppe herumrennen müssen, sie kommunikativ zusammenhalten müssen und in die richtige Richtung, dort wo sie eben das Ziel für sich formuliert haben, bringen. Das heißt, das Bohren harter Bretter letztendlich, das Überwinden von Widerständen ist eine ganz wichtiges Thema in beiden Bereichen und wie gesagt, 80% der Stakeholder, wie man es heute neudeutsch sagt, bei Laune zu halten, ist einfach eine ganz wichtige und gar nicht so lustige Aufgabe, wie Sie sich das vielleicht vorstellen, sondern eher schwierig. Zu der Frage rational, irrational, also was ist noch gleich? Es ist ein bisschen so das Vorurteil, Politik ist irrational, Wirtschaft ist rational. Mit dem möchte ich ein bisschen aufräumen. Ich habe Businesspläne gesehen und selber welche erstellt, die waren mit Herzblut geschrieben. Jedes neue Projekt, das man angeht in der Wirtschaft, ist natürlich mit dem, dass man denkt, man macht mehr Umsatz, man macht mehr Gewinn, man kann Marktanteile gewinnen, aber das sind natürlich auch alles Einschätzungen und teilweise Irrationalität. Wenn die Businesspläne, die ich verantwortet habe, alle so aufgegangen wären, wäre Siemens heute wahrscheinlich noch viel größer und noch viel wohlhabender. Wir haben schon einiges auch in den Sand gesetzt, weil man einfach Annahmen getätigt hat, die halt dann nicht eingetroffen sind. Und das, glaube ich, ist, also sozusagen das eine ist rational, das andere ist irrational. Ich würde sagen, beides hat sehr viel mit Emotionen, beides hat sehr viel auch mit Irrationalität zu tun und auch natürlich mit Rationalität. Was als letztes noch gleich ist, ist die Einsamkeit in einer Führungsposition. Also ich habe mich als Finanzstadtrat von Wien relativ einsam gefühlt, weil sie haben eine einzige Aufgabe zu allen, die zu ihnen kommen und sagen, sie wollen ein Geld, sagen, nein, gibt es keins. Da werden sie relativ schnell einsam. Nicht, weil man sie als Person nicht mag, sondern weil sie einfach eine Rolle zu spielen haben und diese Einsamkeit auch mit niemandem besprechen können, weil das Zweite ist in einer Führungsrolle, dass sie niemanden mehr haben, dem sie dann am Ende des Tages wirklich vertrauen. Auf der einen Seite denken sie sich, naja gut, der oder die sagt das nur, weil es mir schön tun will, weil ich halt die Position habe. Dann glauben sie das auch nicht, dieses Feedback. Oder sie können auch schwer dann dieses Vertrauen aufbauen, um wirklich Feedback annehmen zu können. Also ich habe die Einsamkeit eines Finanzstadtrates und die Einsamkeit im Siemens-Vorstand in Deutschland war vergleichbar. Aber die führt natürlich dazu, dass man eine gewisse Persönlichkeitsveränderung durchmacht. Weniger Vertrauen hat, letztendlich so sich in sich zurückzieht, weil man nicht genau weiß, wie man Dinge einschätzen soll. Und das führt manchmal dann auch zu einer etwas sonderbaren Realitätsbewusstsein von Führungskräften. Da habe ich mich bemüht, dass ich es nicht habe, aber ich glaube auch, dass ich diese Schwächen... Aber Sie verstehen, was ich meine. Es ist jetzt nicht, wenn man leicht schrullig auf die Welt kommt, sondern wenn man einfach sich immer mehr auf das zurückzieht und diese Sorge hat. So, was ist anders? Anders ist das Sozialprestige, wobei das auch sich annähert. Als Politikerin, und das finde ich genauso demokratiepolitisch ein Problem, haben Sie wirklich ein Prestigeproblem. Ich sage Ihnen das am eigenen Leib erlebt. Ich habe Menschen in den verschiedenen Funktionen, die ich sozusagen besetzt hatte in der Politik, habe ich ganz unterschiedliche Reaktionen gehabt.
Ich habe als erst, wie ich Staatssekretärin geworden bin, habe ich ganz schlechte Werte gehabt, so nach dem Motto, ist der aber nichts gewahnsinnig geworden. Der gibt diese wahnsinnig wichtige Rolle einer jungen Frau, die, da ist in den Medien gestanden, die kann nicht einmal bei großen diplomatischen Essen, weiß sie nicht, welche Besteck sie nimmt zum Beispiel. Also ganz eine große Aburteilung. Ja, das ist auch meine damals alte Mutter, die hat mich angerufen, weinend, und hat gesagt, musst du mir das antun? Alle sagen, meine Freundinnen, du kannst das nicht. Also das, da tun sie ihnen schwer, da sich abzugrenzen. So, dann haben wir die Volksabstimmung gewonnen. Ich durfte den Vertrag nicht unterschreiben. Ich war der rote Engel auf der Coverstory vom Profil. Und ich war sozusagen die von großer Zuneigung in Österreich wirklich lukrieren konnte oder die sozusagen das gehabt hat. Dann bin ich Parteisekretärin geworden. Parteisekretäre, egal welcher Partei, sind in diesem Land, die kommen knapp nach Massenmörder im Sozialpolitik. und da sage ich Ihnen jetzt, den gibt es noch immer, aber da haben Leute, wenn ich in Wien gegangen bin, die Straßenseite gewechselt. Das ist nicht, das ist wahr. Also ich habe es ja selber erlebt. Wie ich dann Finanzstadträtin geworden bin und über doch ein ansehnliches Budget verfügt habe, hat die eine Person, die ich konkret auch im Auge habe, wieder die Straßenseite zu mir herübergewechselt. Was ich Ihnen damit sagen will, ich glaube, dass im Großen und Ganzen die Ederer war, also die letzten 30 Jahre halt in den Grund, natürlich war mir verändert, aber in den Grundmauern so, wie sie war. Aber das Sozialprestige ist ganz unterschiedlich. Und das ist schon ein Thema, das ich im Moment wirklich traurig finde, auch wie Politiker und Politikerinnen behandelt werden in den Medien. Ich lese manchmal diese Beurteilungen von Dingen dann in den Medien, also diesen sozialen Medien, ist einfach wirklich bedrohlich fast, wenn ich das sagen darf. Also das ist unterschiedlich. In der Wirtschaft sind sie schon, haben sie ein wesentlich höheres Sozialprestige. Das erodiert jetzt auch natürlich, also die Banker haben angefangen, aber es gibt jetzt auch andere, aber letztendlich gibt es schon eine unterschiedliche Beurteilung. Was ist anders? Kunde, Wähler. Ich bin zu Siemens gekommen und habe mir gedacht, gut, jetzt habe ich die Wähler, wo man doch sich sehr bemühen muss und sehr werben muss, weil das wird als jemand in der Privatwirtschaft anders sein. Großer Fehler, weil bei den Wählern habe ich irgendwann, wenn sie mich lang gequält haben, bei den Einzelnen und gesagt, ja, und das hat alle deppert und ich will nicht mehr. Aber irgendwann gesagt, so, na dann wollen sie uns halt nicht. Ja? Ich habe einen großen Kunden gehabt bei Siemens, wie ich zu Siemens gekommen bin, wo mir alle gesagt haben, wie ich dorthin gefahren bin, der ist ein so großer Industriekunde, also um den dürfen wir gar nicht verlieren. Dieser große Industriekunde in Kärnten war aktiver FPÖ-Funktionär. Und der hat eine einzige Sorge, oder der wollte mich nicht, der war zufrieden mit Siemens und der wollte gar nichts, sondern eine Stunde haben wir den seinen Sermon über angehört, wie, was sozusagen, wie er die Welt sieht und was da alles falsch ist. Und ich habe nicht gesagt, wissen Sie was, lassen Sie mich jetzt in Ruhe, sondern ich habe das Buckel gemacht. Ich will nur, dass Sie wissen, dass sozusagen man nicht so einfach sagen kann, naja, die in der Privatwirtschaft oder so, die können sich das alles aussuchen. So ganz einfach ist es nicht. Der Kunde ist schon auch ein ganz wichtiger Faktor im Wirtschaftsgeschehen, um das einmal so zusammenzufassen. Was ist auch anders? In der Wirtschaft gibt es schon unangenehmere Handlungen, die ich nicht, und da meine ich konkret die Kündigung oder das Freisetzen oder das Abbauen von Beschäftigten. Also das habe ich in der Politik nie erlebt, so unangenehm Politik teilweise ist oder die Reaktion der Österreicher in der Anonymität hält sich ja sehr in Grenzen, der Scham. Aber wenn Sie das gegenüberstehen, ich habe in Österreich verantworten müssen, dass wir 1000 Leute insgesamt abbauen haben müssen, weil die Telefonie von Siemens verkauft wurde. Und das ist was, das kann man sich gar nicht vorstellen, wie das einen belastet. Und das möchte ich auch nicht mehr erleben. Also diese Belastung, diesen Druck, letztendlich diese enorme Anstrengung, die habe ich in der Politik nie erlebt. Was immer ich in der Politik erlebt habe, aber das ist schon die unangenehmste Situation, glaube ich, die man hier vorfinden kann.
Was ist noch anders? Sie können sich in der Wirtschaft doch wesentlich mehr auf Themen vorbereiten, sie intensiver und umfassender behandeln. In der Politik sind Sie permanent gefordert, sich mit unterschiedlichen Dingen zu beschäftigen. Also wenn Sie Finanzstadtrat von Wien sind, dann kommen um 8 die Fleischhauer, weil sie irgendeine Regelung der Europäischen Union nicht wollen. Um 9 kommen um 10. Um 9 kommen sozusagen die Verkehrsbetriebe, weil sie eine Entscheidung brauchen über den Ankauf von irgendwas. Um 10 kommen die Theaterleute, die ihr Geld brauchen. Um 11 kommen die Gesundheitsbereiche, weil sie irgendwie finanzielle Themen haben für Spitäler etc. Das heißt, sie sind permanent leicht überfordert, weil sie sich ununterbrochen auf andere Themen einstellen müssen. Auf der anderen Seite ist das natürlich schon eine Faszination, weil sie wesentlich breiter denken können, wesentlich mehr die Themen und die gesellschaftlichen Problematik mitbekommen, die es in einem Land gibt, wie sie das teilweise in der Wirtschaft haben. Also spannender, wenn Sie mich fragen, ist auf alle Fälle in diesen Themen die Politik. Was noch unterschiedlich ist, Sie haben in der Politik doch 4 Jahre Zeit in der Regel oder 5 Jahre Zeit. Also nach der Wahl, wenn Sie dann gleich angehen, Veränderungen, dann haben Sie einmal 2, 3 Jahre schon ernsthaft, um Dinge voranzutreiben und zu verändern. Dann müssen Sie wieder aufhören, weil dann sozusagen läuft man ins Wahljahr oder in die Wahlen ein. Im Gegensatz dazu haben Sie in börsennotierten Unternehmungen, ich glaube, es ist in Familienbetrieben was anderes, aber immer am 1. des Kalenderjahres oder wie es bei Siemens war, am 1. Oktober haben wir das Geschäftsjahr neu begonnen, fangen Sie wieder bei Null an. Sie können noch so gut gewesen sein im Vorjahr, das ist völlig wurscht, interessiert keinen Menschen, weil es am 1. Oktober hat es wieder angefangen und die Bewertung auch daher. Das heißt, Sie haben relativ starke Einjahresperioden und beim börsennotierten noch dazu haben Sie Quartalsberichte, wo Sie überhaupt ununterbrochen berichten, schauen müssen und die sehr kurzfristigen sozusagen Überlegungen stattfinden und längerfristige Überlegungen bei börsennotierten großen Unternehmungen meiner Meinung nach zu kurz kommen. Und der letzte Punkt, den ich noch erwähnen möchte, ist, wenn es in der Wirtschaft zu Entscheidungen kommt, dann werden die in der Regel schon schneller umgesetzt. Also wenn zum Beispiel, und auch brutaler umgesetzt. Also wenn es zu einer Personalentscheidung kommt, dann wird die umgesetzt. Punkt. In der Politik ist es so, dass es auch innerhalb der Parteien Fraktionen gibt, wenn Sie so wollen. Und daher sozusagen dieses Absetzen, dieses personelle Veränderungen finden wesentlich weniger statt, weil es einfach Gruppen gibt, die dann die Person, die möglicherweise abgesetzt werden soll, hält oder versucht, hier eine andere Situation zu finden. Das wären meine Überlegungen, was ist der Unterschied und was sind die Gemeinsamkeiten. Zusammenfassend möchte ich sagen, Politik, und das haben Sie eh gemerkt, Politik ist das Spannendste, Faszinierendste, was Sie tun können und gleichzeitig das Kränkendste, was Sie tun können. Und für mich war das nach 17 Jahren Kränkungen genug, dass ich was anderes getan habe. Vielen Dank.